Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Review-Kanal. Ich begrüße euch heute mal zu einem Unboxing und dafür haben wir ein sehr interessantes Paket erhalten von einem Messermacher, der selbst verschiedenste Messer herstellt schon seit Jahren und dann, ja, sage ich mal, auch schon einiges gemacht hat. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und ja, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er uns mal ein Paket schickt, so mit, ja, ich sag mal, Leihgaben, dass ich mal was zeigen kann. Weil er kommt, wie ich auch, aus Thüringen und ich bin ja immer ein Freund von so regionalen Sachen, anstatt dass man jetzt irgendwie ein billiges China-Schrottmesser kauft, sondern wirklich was, was aus der Region von Hand gemacht wurde. Und da ich das sehr spannend finde, ja, freue ich mich wirklich, euch heute mal das kleine Paket hier präsentieren zu können. Gucken wir es mal rein. Genau, die Kydex hier zum Beispiel hat er mir auch gemacht. So. Und da hat mir der René, von dem auch das Paket ist, hier oben drauf einen Brief hinterlassen. Und den werde ich euch jetzt, denke ich mal, erstmal vorlesen, bevor wir weitergehen. Also ich sehe schon hier, oder ihr seht schon, da wurde einiges geschrieben. Das ist ganz praktisch. Ein sehr ausführlicher Brief. Ja, Messer zum Testen, geschärftes Messer zurück und mehr. Hallo Ludwig, wie bereits besprochen, sende ich dir in diesem Paket ein paar Sachen zum Befingern. Wie du bereits weißt, bin ich ja in meiner Freizeit leidenschaftlicher Messermacher. Über die Jahre sammelt sich natürlich so einiges an. Denn natürlich verlassen mich nicht alle meine Stücke, die ich gemacht habe. Du weißt vielleicht, wie das ist, man hängt manchmal daran. Ja, das kenne ich bei Sachen, die man selber macht. Bei Videos ist das natürlich einfacher, man hat ja immer selbst noch die Datei, aber bei Messern kann ich es mir gut vorstellen. Genau, und dann ist es natürlich auch durchnummeriert nach den Messern. Also ich denke mal, dann sind vielleicht auch an den Messern Markierungen. Ich gucke jetzt erstmal rein, ich bin ja auch ein bisschen neugierig. Okay, oben auf ein Messer, was er mir geschärft hat. Das ist nämlich hier dieses Mora Schnitzmesser. Das geht meiner Meinung nach wirklich sehr gut zum Schnitzen, einfach nur wegen... Ich sag mal, wegen der Dimension und der Griff ist halt auch super bequem, liegt super gut in der Hand. Auf jeden Fall ist es beim Schärfen richtig, ich sag mal, ruiniert worden. Und da hat er wirklich jetzt sich Mühe gegeben und hat das komplett wieder rausgeschliffen. Und wie ihr hier sehen könnt, das ist halt ja, jetzt wieder rasiermesserscharf und das sieht wirklich gut aus. Ich werde jetzt mal kurz die Frontseite beim Brief testen. Wie Butter. Also das ist wirklich klasse. Super Arbeit. Danke an der Stelle, René, für das Schärfen. Also es wäre echt schade um das Messer gewesen. So. Aber weiter im Programm. So, genau, Messer 1. Ich sehe schon, ihr seht schon, die Messer sind hier sehr vorbildlich verpackt und nummeriert. Da kann ich eigentlich gar nichts falsch machen. Hoffe ich. Und Messer Nummer 1 sieht schon mal hier sehr interessant aus, wenn ihr euch das hier anguckt. Also auf jeden Fall, also wahrscheinlich hat er die Scheide auch selber gemacht. Die sieht auch sehr geil aus, sehr hochwertig auch. Und halt dieser kleine, im passenden Holzton gearbeitete Feuerstahl hier, den man hier rausnehmen kann. Sogar hier befestigt, so, dass man ihn einhaken kann. Ah, das sieht doch auch super aus. Also schauen wir uns erstmal das Messer an sich an. Also wirklich ein sehr schönes kleines Messer. Oben hier schön mit den geriffelten Sachen für den Daumen, dass man da schön gut Grip hat, sage ich jetzt mal. Auch hier die Liner, schöne rote Liner dazwischen noch gemacht. Das sieht natürlich sehr hochwertig aus. Aber lesen wir erstmal, was er dazu schreibt, bevor ich hier zu viel verrate. Das Messer Nummer 1, das kleine in der Lederscheide mit Feuerstahl, hat eine Schneidelänge von 8 cm, eine Gesamtlänge von 18 cm und ist aus O2-Stahl gemacht. Also ich habe hier nochmal die Werkstoffnummer für die, die es interessiert unter euch, 1.2842. Und das heißt gehärtet auf 60 Rockwell. Ja, 3 mm Durchmesser und das ist Eschenholz aus Kern- und Splintholz. Und wie gesagt, die roten Liner habe ich jetzt ja schon entdeckt. Für kleine Hände gemacht. Das Projekt war ursprünglich als Messer zum Schnitzen für Frauen oder Kinder gedacht. Durch den Scandi-Anschliff beißt es sich auch ordentlich durchs Holz. Ja, also den Scandi-Anschliff habe ich eben schon gesehen, aber sieht wirklich sehr gut aus. Ich mache dann hier, denke ich mal, auch noch ein paar Nahaufnahmen zum Einfügen, dass ihr euch das auch richtig angucken könnt. Sieht wirklich sehr schön aus und ich muss sagen, trotz meiner relativ großen Hände liegt es auch hier dennoch gut in der Hand. Also da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Das ist wirklich schön geworden. So, dann kommen wir auch gleich schon zum Messer 2. Ich gucke es mir erstmal an, bevor ich dir den Text lese. Oh, okay. Das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Brocken. Hier schön RS Design. So heißt übrigens auch seine Facebook-Seite. Die ist natürlich unten verlinkt und da findet ihr natürlich auch nochmal den Link zu ihm und die Bilder, die er alle schon gemacht hat. Der hat ja natürlich noch mehr Messer gemacht. Genau, das ist natürlich echt ein brachiales Teil. Liegt auch super in der Hand, muss ich sagen. Ist schön schwer. Also da kann man bestimmt einiges an Batoning machen oder halt wirklich auch als Axtersatz oder generell für einen Garten, für alles Mögliche. Also das ist wirklich, das fühlt sich auch gut an. Mal lesen, was er dazu schreibt. Das große Messer ohne Scheide, nicht erschrecken. Schneidelänge 16 cm.
Gesamtlänge 28 cm, ebenfalls aus dem gleichen O2-Werkstoff gemacht, auch 60 Rockwell, 4 mm Stärke und auch wieder Eschenholz, das gleiche wie bei dem anderen. Also ich glaube wirklich, das ist so ein richtig brachiales Messer, womit man wirklich alles machen kann und was man, denke ich mal, auch nicht kaputt kriegt. Ich denke mal wirklich für Garten schwere Outdoor-Sachen, aber da bräuchte man natürlich noch eine Scheide, aber ja, wirklich ein Hammerding. Also ich glaube, das macht schon Spaß, damit was zu machen. So, dann, jetzt kommt ein Messer in Kydex-Scheide. Für die unter euch, die das nicht wissen, eine Kydex-Scheide ist quasi hier dieses etwas taktisch aussehendere. Und das ist so ein, ja, ich nenne es einfach erstmal Kunststoff, genau. Und da kann man natürlich hier sich so einen Gürtelclip dran machen. Und die Scheide hat René mir auch gemacht für mein Messer hier, weil ursprünglich war dabei hier diese Lederscheide, die natürlich auch sehr edel aussieht. Und ich muss sagen, für manche Anlässe ist natürlich so eine zivilere und schönere edle Scheide ganz gut. Aber für manche Sachen oder gerade auch wenn man wirklich Outdoor-Sachen macht, wo es auch mal nass wird und dreckig und so weiter, ist natürlich so eine Kydex besser, weil die kriegt man viel besser sauber und man ruiniert sich nicht die gute Lederscheide. Und das hier ist wirklich richtig gut. Und da muss ich auch sagen, die habe ich wirklich die meiste Zeit auch dran. Grüße gehen nochmal raus, René. So, jetzt aber zu dem Messer. Nummer 3. Und das sieht natürlich auch cool aus. So eine olivene, ja, Kydex-Scheide mit den Schrauben auch hier drin. Ist richtig fest, richtig stabil. Ebenfalls wieder mit einem Feuerstahl hier drin. Und das ist wirklich auch ein richtig schmuckes Teil. Also, ich glaube, ich muss da auch nochmal was bestellen. Also, das ist wirklich, ey. Das ist auch für die Großen, also es ist ein sehr, sehr schöner, breiter Griff. Das passt auch für meine großen Hände sehr gut. Ebenfalls hier oben wieder das Chimping für die Daumenablage. Das ist auch richtig gut, vielleicht ein bisschen hart für manche Sachen. Aber ich meine, für so Outdoor-Zeug oder mit Handschuhen umso besser. Also da ist sicherer Griff garantiert. Da muss ich jetzt mal kurz nachlesen, was das für Holz ist. Oder was das für Stahl ist erstmal. Das ist nämlich auch anderer als eben bei denen. Denn hierbei handelt es sich um, also erstmal die Schneidelänge sind 9,5 cm. Die Gesamtlänge sind 21 cm und hier ist der verwendete Stahl C100 Stahl. Und der hat die Werkstoffnummer 1.1274 und es ist auf 59 Rockwell gehärtet. Das sieht auf jeden Fall mit seiner 4 mm starken Rückwand auch, also das ist echt ein stabiles Ding. Genau, und der Griff ist Walnussholz. Ah, okay. Dann ist dementsprechend natürlich hier das auch aus Walnussholz gefertigt, hier der Feuerstarter. Ich kann jetzt nicht widerstehen, da muss ich natürlich auch mal kurz versuchen. Jetzt sogar hier. Es geht bestimmt hier oben mit den Dingern gut. Ja, geht wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also gerade diese eckigen, kantigen Sachen hier oben, klasse. So. Dass das nicht wegkommt. Das Messer hat sich auch wirklich verdient, einen relativ langen Text zu haben, weil ich finde es wirklich super schick. Und ey, wirklich, wie das Holz verarbeitet ist, top. Da ist kein Millimeter Spaltmaß, nix. Also das ist wirklich... Kann man fast neidisch werden. Genau, dieses Messer ist sozusagen mein Liebling. Kann ich verstehen. Es gab einen Prototypen, den ich als taktisches Survival-Messer für Delta Survival im Eichsfeld entworfen habe. Delta Knife. Damals verwendete ich das Griffmaterial als Griffmaterial schwarzen G10-Kunststoff. Und das Messer wurde von Delta Survival getestet oder besser gesagt misshandelt und für gut befunden. Das ist doch schon mal gut. Ein richtiger professioneller Test. Auf dem YouTube-Kanal von Delta Survival gibt es auch ein Video von den Tests. Nun kam der Tag, dass ein Kumpel bei mir anrief und mich fragte, ob ich Himmelfahrt mit ihm an einen See angeln möchte. Ich willigte natürlich ein paar Tage in der Natur. Was gibt's Schöneres? Kann ich nur zustimmen. Was gibt's Schöneres? Doch hatte ich zu dem Zeitpunkt kein passendes Messer. Eine Idee musste her. Und das eine Woche, bevor es losgehen sollte. Ich erinnerte mich an das Messer, was ich für Delta Survival gemacht hatte. Dass es die ideale Grundlage bieten würde. Also habe ich auf Basis des Delta Knife ein Bushcraft Survival Messer entwickelt und es wurde gerade noch rechtzeitig fertig und dieses Wochenende am See war der erste Härtetest, den es bestehen musste. Wir haben damit Feuerholz gemacht, aber auch gefangene Fische ausgenommen und zerteilt. Es lag im See, im Regen und musste einiges über sich ergehen lassen, doch es blieb scharf. Seitdem trage ich es immer bei mir, wenn es in den Wald zum Camping, zum Angeln oder zum Wandern geht. Da das Messer an meine Hand perfekt angepasst ist, kann es natürlich sein, dass es dir nicht ganz passt, da du ja größere Hände hast. Ja, ich muss sagen, da es trotzdem an deine Hände angepasst ist, macht es aber trotzdem einen sehr guten Job. Also wirklich, ich kriege alle Finger dran und es liegt wirklich richtig fest und sicher in der Hand. Also da muss ich sagen, ein sehr guter Universalgriff, wenn es an deine Hand angepasst ist und trotzdem bei meiner passt. Also, klasse Ding. So. Genau. Und jetzt kommt noch das vierte und letzte Messer, was ich euch heute zeigen möchte.
So, das ist halt ebenfalls eine Kydex-Scheide, wie ich hier schon erahnen kann. Und das ist mit Paracord dabei. Also hier, so bunter Paracord. So. So. Okay, und das sieht mir tatsächlich so ein bisschen handlicher aus, so fast schon in Richtung Neckknife, also wirklich so ein kleines handliches EDC-mäßigeres Teil. Mhm. Hier auch schön geriffelter Oberfläche, das sieht richtig cool aus und halt mit Paracord gewickelten Griff. Ich lese erstmal, bevor ich hier zu viel sage. So, einen Moment, gleich geht's weiter. So, das Messer in der Kydex-Scheide mit der Griffwicklung. Es hat eine. Moment. So. Es hat eine Schneidenlänge von 8 cm. Hat eine Gesamtlänge von 18,5 cm und ist aus C75 Stahl hergestellt. Das hat die Werkstoffnummer 1.1248 und ist gehärtet auf 58 Rockwell. Also das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus und ist auch ein sehr, sehr, sehr dicker Durchmesser hier von der Klinge. Das ist halt echt, sieht schon sehr stabil aus. Aber wird vorne trotzdem schön filigran, dass man mit der Spitze auch gut irgendwelche feineren Sachen machen kann. Dieses Messer ist eigentlich aus Neugier entstanden. Ich wollte wissen, wie gut sich aus einer Feile ein Messer machen lässt. Was soll ich sagen? Das Experiment war ein voller Erfolg. Ich hatte leider nur eine ziemlich große und dicke DDR-Feile da. Dementsprechend ist das Messer ein unzerstörbares Stück, das sich mit verschiedenfarbigen Wicklungen an die Bedürfnisse anpassen lässt. Ich hatte es öfter bei mir getragen. An der Arbeit hat es einige Blicke auf sich gezogen, als ich es zum Frühstück auf den Tisch liegen hatte und damit ein Brötchen zerteilte. Dieses Messer ist ab sofort deins. Ich hoffe, es wird dir so viel Freude bereiten wie mir. Aber da muss ich sagen, danke. Also, das ist halt echt cool, vor allem ein altes DDR-Feilenstück zu einem Messer umzuarbeiten. Allein das macht es ja schon wirklich zu einem Unikat. Und ich muss sagen, auch hier passt perfekt in meine Hände. Sieht super, also wirklich von dem Finish und alles richtig gut aus. Ist auch noch gar nicht beschriftet, sehe ich hier. Aber richtig, richtig gut. Also vor allen Dingen mit dem Paracord habe ich ja noch die Möglichkeit, mit dem hier das zu umwickeln. Und ich habe, glaube ich, auch noch Olives da. Also da kann ich dann natürlich auch nochmal, wenn ich die Geduld habe, das nochmal zu wickeln natürlich, dann nochmal umbauen. Also das ist ja wirklich eine coole Konstruktion, muss ich sagen. Also danke René an dieser Stelle wirklich für dieses Messer. Also das ist ja wirklich echt ziemlich cool. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, ich schneide lieber was, anstatt was zu sagen. Wow. Also Leute, ich habe, glaube ich, selten ein Messer gesehen, was schärfer war als das hier. Also allein das bringt mich jetzt gerade schon wieder auf die Idee für das nächste Video. Also Leute, wenn ihr Bock habt, dass wir mal mit René ein Video machen, wie man einen richtigen Messer schärft. Also ich glaube, es beweist, dass er sein Handwerk perfekt beherrscht. Also wenn ihr Bock habt, dass wir mal so ein Video machen, schreibt mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil, ey, das ist so scharf. Also da muss man echt aufpassen. Also würde mich wirklich mal interessieren, wie genau er das hinkriegt. Und deswegen, falls ihr mal Bock habt auf ein Video mit ihm, ich werde ihn mal fragen. Also das interessiert mich jetzt wirklich. Ja, nochmal ein paar Sachen zu ihm natürlich. Er kommt ebenfalls wie ich aus Thüringen, das hatte ich ja zu Eingangs schon erwähnt. Und ist halt natürlich Messermacher aus Leidenschaft, nenne ich es jetzt mal. Und ich meine, wenn man wirklich diese ganzen verschiedenen Produkte sich hier anguckt, die alle wirklich, also ich habe es jetzt ja in der Hand gehabt, gerade auch die Holzgriffe wirklich, ey, das ist so fein gearbeitet, das ist wirklich, da ist jedes Ding ein perfektes Unikat und ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich hatte ja schon mal bei Facebook ein paar Sachen gesehen, aber wenn man die Sachen wirklich in der Hand hat, wirkt es natürlich nochmal ganz anders, als wenn man sie wirklich nur auf Bildern sieht. Und da muss ich wirklich sagen, also ich bin wirklich ein Fan von diesen regionalen Handwerkssachen und deswegen, ich würde das auch gerne unterstützen. Deswegen haben wir auch gesprochen und da hat er mir jetzt auch das Paket geschickt. Die anderen Sachen kriegt er natürlich wieder, also keine Sorge, auch wenn es mir schwerfällt, die zurückzugeben. Und genau, deswegen, also wenn ihr zum Beispiel Bock habt auf so ein, ich nenne es jetzt mal schon, einen Custom-Messer, Custom-Knife. Und wenn ihr da Lust habt, auch wirklich ein auf euch angepasstes oder nach euren Vorschlägen, Wünschen oder auch Zwecken designtes Messer, dann Link ist, wie schon gesagt, in der Videobeschreibung. Schreibt ihn einfach an, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr irgendwie ein Messer mit einer anderen Scheide habt und ihr wollt auch eine Kydex-Scheide haben, also ich würde sagen, nach meinem Urteil, Kydex-Scheiden beherrscht er ebenfalls zur Perfektion. Gibt es mit und ohne Feuerstahl. Ich glaube, Feuerstähle kann man, soweit ich mich erinnere, auch bei ihm mit dazu holen, weil er kann ja quasi an den Griff, also an das Griffmaterial, was ihr haben wollt für euer Messer, kann er natürlich hier auch den perfekten Griff für den Feuerstahl machen. Das heißt, das sieht natürlich dann aus wie aus einem Guss und das rundet das ganze Design natürlich extrem ab, als wenn jetzt das einfach nur so ein normaler Feuerstahl wäre oder ein schwarzer Griff oder irgendwas. So passt das wirklich richtig gut. Also wer mal Interesse an einem richtig hochwertigen Messer made in Germany, made in Thüringen hat und natürlich
bietet sich sowas auch als Geschenk an. Ich glaube, so als mit einer Holzschachtel für besondere Anlässe, für Verwandte, Bekannte, gute Freunde. Ich glaube, da gibt es einfach alle Möglichkeiten. Also ich glaube, er hat auch gemeint, wenn hier Videos unter dem Video was kommentiert wird, wird er sich auch, ich sag mal, bereit fühlen, da was zu kommentieren. Also ich denke mal, wenn ihr Fragen habt, wie ihr irgendwas macht oder zu den einzelnen Sachen, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mit ihm mal Kontakt aufnehmen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, dann bedanke ich mich zuallererst mal bei René für dieses supergeile Paket und für dieses supergeile Geschenk. Also ich werde es auch erstmal demnächst dabei haben, werde auch mal probieren, wie das so läuft, wie ich damit klarkomme und wie sich es halt auch bewährt natürlich. Und ich bin wirklich sehr optimistisch, also da freue ich mich wirklich schon drauf. Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.